So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 mit dem Deutschen Orden. Ja, das letzte Mal haben wir hier zuletzt noch die Stadt Schüttomir erobert und es stehen jetzt nur noch drei Siedlungen aus, zumindest drei, die ich erkenne. Laut dieser Statistik haben die Mongolen ja irgendwie mehr als drei Siedlungen. Bei der Fall müsste hier eigentlich noch bis zur Hälfte gehen. Deshalb wird aber irgendwie so bei Richtung 5 angezeigt, also irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Jedenfalls versuchen wir erstmal jetzt noch die drei Siedlungen zu erobern. Ich weiß nicht, was die jetzt hier noch aushecken. Also wir dürfen nicht vergessen, hier sind noch drei mongolische Armeen im Hinterland. Und die sind jetzt nicht gerade schwach. Aber die Mongolen haben jetzt auch wirklich nicht die besten Einheiten ins Feld geführt. Also das ist alles eher so minderwertig, ne? Wundert mich sowieso. Also das Ganze ist ja auf sehr schwer eingestellt. Das sieht man, glaube ich, auch irgendwo sogar. Spieloptionen. Ich dachte, man würde es irgendwo noch sehen. Sieht man das irgendwo? Ich meine, ich habe es ja am Anfang so eingestellt. Habe ich die ganze Zeit eingestellt, KI-Züge überspringen? Ich glaube, es hat am Anfang so lange gedauert, bis die Agentenaktion durchgeführt hat. Nee, wir spielen auf alle Fälle auf sehr schwer, aber ich kann es jetzt hier auch nirgendwo finden. vertraut mir da. Das Spiel stellt sich einfach plötzlich auf leicht, aber ich glaube, das geht gar nicht. Da müsste ich, glaube ich, mit der Konsole arbeiten. Und ich weiß gerade auch nicht, wie ich die Konsole öffne. Ich glaube. Hiermit? Nee. Da müsste ich jetzt auch überlegen. Auf alle Fälle gibt es in Medieval 2 auch eine Konsole. Ja. Ich habe hier aber nichts umgestellt. Also ich wundere mich aber trotzdem, weil die mitunter wirklich sehr wenig und sehr schwache Truppen ins Feld führen. Wobei man sagen muss, was Novgorod hier hat, das ist alles andere als schwach. Boja-Söhne. Sachen. Ja. Also die haben schon viele Truppen. Und ich denke mal, spätestens wenn die Pest kommt, wird es mir sowieso an den Kragen gehen. Weil dann werde ich hier ordentlich Wohlstand abbauen. Dann werden die Siedlungen noch alle verfallen. Deswegen wäre es ganz gut, dass wir, solange wir die Bevölkerung noch haben, überall die höchsten Stufen aufbauen. Also spricht hier bei Thorn noch die Festungsstufe ausbauen. Überall da, wo es jetzt noch geht. Gut, das ist ein Ballistenturm, das zählt nicht. Ja, hier oder zum Beispiel Vilnius, die riesige Steinmauer, weil das sind alles Gebiete. Naja, das werden wir so schnell nicht wieder verbessern können, ne? Weil wenn dann erstmal die Pest da ist, da werden hier nicht 10.000 Menschen, vielleicht sogar 100.000 Menschen, allein im Reichsgebiet sterben. Also wirklich tatsächlich im Reichsgebiet und bei uns dann auch nochmal 50.000, 60.000, das ist nicht unwahrscheinlich. Ja. Wir waren erstmal soweit fertig. Ich gucke nochmal, ob wir jetzt noch irgendwo Armeen haben, die ich vergessen habe. Ich stelle die ja mal ganz gern auch in Siedlungen rein. Die Truppe bewegen wir nächste Runde hier. Da ist aber überall nichts. Nee. Nee. Noch hier wäre nächste Runde die ritterlichen Ställe fertig. Dann können wir hier schon mal anfangen, die zu restaurieren. Sag ich jetzt einfach mal so. So. Ja, hier bleiben wir erstmal in der Stadt, weil ich nicht weiß, was die Mongolen jetzt hier aushecken. Vielleicht belagern die nächste Runde auch Pinsk. Auch wahrscheinlich. Wir gehen erstmal in die nächste Runde. So, da kommt ein Gesandter, der will bestimmt einen Friedensvertrag anbieten. Was kann man denn fordern? Einmalige Zahlung. 10. Was kann man denn? 50.000. Ich glaube, für 50.000 würde ich sogar machen. Sehr fordernd. Entschlossen abgelehnt. Wir haben nichts, um dem gerecht zu werden und müssen daher ablehnen. Joa, das ist euer Problem, nicht meins. So, Agent wurde entdeckt. So, ich habe ja auch einen rekrutiert. Den schicken wir mal in die Ecke. Sehr gut, ja, und das gehört. Also hier, Tscherniw gehört auch zu Novgorod, durch an der Grenze.
Aber hier sind fast keine Truppen aktuell stationiert. Richtig verlockend. Ich glaube, wir können jetzt in einem Blitzkrieg hier ganz schnell versuchen, die ganzen Gebiete noch zu erobern. Boah, da braucht es nicht viel. Auf der anderen Seite. Die Infanterie braucht mindestens 2 Runden. Die machen sich jetzt hier auch alle auf den Weg. Oh ne, wir spielen einfach ganz entspannt so weiter, wie wir bis jetzt auch gespielt haben. Wir haben 15.000 Gold. Riga wächst, sehr gut. Das ist eine gute Nachricht. So, Pinsk wächst. Aber da sieht man eben auch, die Siedlungen, die wir hier durch die KI übernehmen, die haben deutlich höhere Stufen, was die Bevölkerung angeht, was auch die vorherrschenden Gebäude angeht. Zum Beispiel hier sieht man es ja auch wirklich ziemlich gut bei Turov. Jytomyr, also die KI, die ist da immer schon ein Stück weit voraus. Ich weiß gar nicht, wie es bei Novgorod aussieht. Große Steinmauer, ja, die haben auch schon das Maximale, was geht. So, wir haben hier gebaut. Eine Kirche in Jytomyr, Narva haben wir einen Trampelpfad errichtet. In Reval die Ortswache, ganz wichtig. Armbrustschützen. So, dann schicken wir die Bogenschützen mal nach Pernau. Oder zumindest erstmal eine Einheit, weil ich nicht weiß, wie es mit der Blüte danach aussieht. Ja. So. Farmgemeinschaft, Thorn, in Schaul noch eine Ratskammer. Müsste damit jetzt auch wieder sehr zufrieden sein. Genau, die Leute sind happy. Einen Markt in Polangen. Und die ritterlichen Ställe auf der Burg Lida. So, und jetzt können wir hier auch schon Christusritter rekrutieren. Wir fangen erstmal an, die jetzt hier wieder aufzurichten. Wir können sogar gleich 2 Stück aufrichten. Das ist interessant. Was hat damit zu tun, dass wir hier, wenn wir die rekrutieren würden. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Wenn wir die rekrutieren würden, dass wir da 60 Mann bekommen würden. Und dann müsste ich ja rein theoretisch hier sogar 15, 27, 12. Die müssten doch eigentlich. Nee, das geht nicht, komischerweise. Sehr merkwürdig. Ich glaube, es hat wirklich was mit den Männern zu tun. 20, 30, 40. Weil die kann ich ja hier alle schon neu auffüllen. Keine Ahnung, was das für eine Reihenfolge ist. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. 15 Mann, 27 Mann, 49 Mann. Da haben wir schon mal 3 Einheiten. So, da wurden noch ein bisschen rekrutiert. So, in Reval rekrutiere ich jetzt auch mal. Ja, habe ich ja schon. Ich dachte, ich könnte noch mehr Armbrustschützen rekrutieren. Leider nicht. So, wo können wir denn überall bauen? Schaulen. So, dann gibt es in Schaulen erstmal noch einen Jahrmarkt. Polangen. Wo auch 4 Heidentum hier. Eine Kirche. So, die da. 1440 Bevölkerung. Oh, das wird ja noch ewig dauern, bis wir hier das mal weiter aufbauen können. Das tut weh. Weil hier hätte ich schon gerne ein bisschen mehr gemacht. Dann brauchen wir hier auf alle Fälle Wälder für mehr Wachstum. Ich weiß, ein Statthalter würde auch schon helfen, aber ich habe aktuell keinen General, den ich da entbehren könnte. So, Jytomyr, da bauen wir jetzt mal noch ein Rathaus. Überall wird gebaut. So, Dünaburg. 64% Katholizismus. Narva. Farmgemeinschaft. So, und dann baue ich jetzt die Dünaburg aus. Komm, machen wir's.
Schaffen wir gleich aus dem Ganzen. So, Bialystok kann man jetzt rum dann auch weiter ausbauen. Da wird jetzt die Holzpalisade errichtet. So, jetzt kommen wir zu den Truppenbewegungen. Was ist denn das hier? Ist ja lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Ja, auf alle Fälle Hormel belagern, ne? Die Siedlung können wir sogar direkt einnehmen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen, ne? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ich speichere aber erstmal, weil ich habe so meine Erfahrung gemacht. Bisschen speichern, dass das Spiel mal gerne abstürzt. So, was haben wir denn? General Batublai von Uriankai. Kontaktfreudig. Wunderbar. So, da haben wir noch zweimal Stadtmiliz und mongolische Infanterie. Ja gut, die taugen ja alle nichts, die Einheiten. Da gehen wir direkt rein. Und dann erfüllen wir auch die Mission gleich. Ist auch nicht verkehrt. Dann gibt es noch fette Infanterie. Oder Kavallerie. Wir wissen es noch nicht. So. So, bitte nach oben. Danke. General kommt in die sichere Entfernung. Die Sache ist halt die, wenn wir die Stadt gleich übernehmen. Ich will jetzt eigentlich ungern hier viel Siedlungsschaden anrichten, weil das muss ich alles reparieren. Das müssen wir ein bisschen praktisch angehen. So. Da müssten wir eigentlich in Reichweite sein. Bin ich ganz sicher. Aber es müsste funktionieren. So. Kavallerie kommt ebenfalls nach hinten. Hier haben wir noch eine Ordenssperrträger-Einheit mit 99 Mann. Die eignet sich, glaube ich, ganz gut, um geopfert zu werden. Und für den Not haben wir auch noch ein paar Bauern. Ja, wir haben noch Bauern. Komm, wir holen die Pikeniere zurück. Wie keiner. Die kommen auch zurück. Wir haben Bauern. Dafür sind Bauern da. Die sind so billig. Also eigentlich sind sie wirklich genau für diesen Zweck gedacht. So, dann schießen wir erstmal das Tor auf. Ah, der schießt nämlich direkt auf uns. Wir müssen das Tor auf alle Fälle aufschießen. So. Sind wir außer Reichweite? Ja, ich glaube schon, wir sind außer Reichweite. Okay. Dann tun wir erstmal unsere Arbeit hier. So. 12%, okay, es dauert eine Weile. Aber mit der Zeit wird sich das sicherlich erledigen. So, haben wir hier unseren schönen General. Erst das. Schöne Musik im Hintergrund. So, aber irgendwie treffen wir nicht so recht das Tor, ne? Den Turm können wir, glaube ich, auch nicht zerstören. Ne, schieß bitte mal hier rein. Da drauf. So, spür es mal ein bisschen vor. Also, irgendwie treffen wir nichts. Okay, 36, okay, sehr gut. Sehr gut, 36. Ah, sehr schön. Ja, also wir einen Turm müssen wir auf alle Fälle öffnen, weil sonst kommen wir in die Stadt nicht rein. Das ist also hier unsere einzige Möglichkeit. Das ist 72%. Immer noch 72. Los, komm, ihr müsst jetzt mal ein bisschen Zielwasser trinken. 84, ja. 96, okay, ein Treffer noch. Und die restliche Munition können wir dann auf die Infanterie verwenden. Ja, der hat sich schon zurückgezogen. So, noch ein Schuss. Sehr gut. Gute Arbeit, Männer. Dann, ja.
den Rest auf den Weg bringen. Sehr schön. Ah, das ist ein toller Weg. Ich glaube, wir müssen aus einem anderen Winkel schießen. Ich glaube, wenn wir so stehen, müsste es funktionieren. Wir haben ja Zeit. Ich glaube, wir haben 60 Minuten Zeit für so eine Schlacht. Das können wir auch nutzen. Stellen wir uns hier neu auf. So, die Türme fangen auch nicht an zu schießen. So, jetzt aber. Jetzt haben wir wirklich den perfekten Winkel hier. So. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ah, der Winkel könnte... die müssen sehr flach schießen, wenn sie treffen wollen. Nee, leider nicht. Okay, zurück. Er besetzt jetzt die Türme. Aber die schießen noch nicht, die Türme. Nee, irgendwie wird das nichts. Na komm, dann schießen wir hier halt auf die Mauer. Schießen wir auf die Mauer. Dann können wir ja auch einmal durchschießen. Sehr gut. Oh ja, sehr schön. Das war eine schöne Salve. 41 Mann waren das. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, jetzt kommt er auch. Oh, oh. Mist. Oder? Ne, er kommt nicht. Sah nur so aus. Take. So, ich hole trotzdem mal sicherheitshalber ein paar Ordenssperrträger näher ran. Nicht, dass er mir jetzt hier meine Katapult überfällt. So, bitte hier rein. Ich glaube, also hier müssten wir ja treffen, wenn wir jetzt den richtigen Winkel auswählen. Müsste das funktionieren. Und die Bogenschütze noch mit einmal ran. So. Ein guter Schuss hier rein. Wir treffen leider nicht ganz. Aufsteller. Ja, wir können ja ein bisschen testen. So, aus dem Winkel. Ich meine, das ist eigentlich der perfekte Winkel, um hier reinzuschießen. Nee. Ja, der kommt gut. Ja, leider zu weit. Nee, zu kurz. Kurz. Zu weit. Schon ein bisschen witzig. Jetzt ein. Ja, das war schon besser. Das kann man einmal hier so richtig schön reintreffen. Aber ich glaube, die Munition geht gleich alle. Ja, das war nochmal ein schöner Schuss. Aber die Munition dürfte jetzt alle sein, ja. Aber das war auch nochmal ein schöner Treffer, wunderbar. Perfekt, Auftrag erfüllt. So, dann wollen wir den Rest durch die Schützen machen lassen. Wunderbar. Bogenschützen können ruhig Flammenpfeile abfeuern. Weiß Feuer. Oh, wunderbar. Schießen die Ammo-Schützen auch? Ja, gut, Munition geht runter. Oh, sehr schön. Fliehen die jetzt? Nee. Ja, dann näher ran. Komm
bestimmt gleich wieder zurück, oder? Nee. Aber wir können die anlocken. Wir können die anlocken. Ich hole mal die Bauern rein. Also komm. Perfekt. Wir locken ihn jetzt an mit den Bauern. Dann kann ich aber die auch noch hier aufstellen. Zurück, zurück. Achso, der hat Schützen, ne? Stimmt, der hat auch Schützen, das habe ich jetzt vernachlässigt. Okay, dann greifen wir die Schützen an. Ah, die mongolische Infanterie ist nicht schlecht. Schlagen sich die Bauern gegen die? Ah, ziemlich schlecht. Das ist mongolische Infanterie. Ja, das läuft nicht so gut. Was wir machen können, ist den General einfach dazu holen. Holen wir mal den General. Doch nur noch 11 Leibwächter. Angriff. Andere Seite. Halt, stopp, ich will mal kurz gucken. Ich muss immer wissen, wo der General ist. Wenn der ganz hinten ist, ist okay. Der sollte jetzt nicht ganz vorne mitkämpfen. Wo ist er? Hier ist er. Okay. Den müssen wir im Blick haben. Den hier. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der sollte nicht an vorderster Front kämpfen, der General. Da ist er, okay. Gut, dann lassen wir ihn jetzt so lange kämpfen, bis er hier im Kampf ist. Das sollten wir vermeiden. Aber solange er jetzt nicht kämpft, ja, kriegt halt auch keinen Schaden mehr. Und er hat immer ein paar mehr Leben. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht mehr. Wo ist er? Ist der General? General, wo bist du? Der ist halt auch sehr schnell aus den Augen. Wo ist er? Ah, hier ist er. Okay. Gut. Ich habe einen Blick, ich habe einen Blick. Die können alle sterben, der eine muss überleben. So. So, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Der ist in der zweiten Reihe. Also, solange ich den im Blick habe, ist alles gut. Ja, und die sterben nach und nach. Wie gesagt, wenn der ganz blutig wäre, dann wäre das auch schon ein Grund, ihn auszuziehen. So, okay. Passen. Dann haben wir jetzt mal die Ordensbeiträge dazu und ich denke mal, das dürfte dann noch ausreichen. Haben wir die jetzt komplett niedergemacht? Ich glaube schon, ne? So. Feuer. Noch ein bisschen Stadtmiliz. Die stehen falsch rum. Ich bin noch direkt, aber egal. Speerträger sind ja da. Eis, Feuer. Ah, da ist noch mehr Stadtmiliz. Naja, wir müssen erstmal den General töten. Tötet den General. Man sieht ja jetzt hier auch, wie wenig von uns sterben, ne? 98 Mann, er hat 34.
Die Ordensspettacher sind einfach eine sehr gute Einheit, ne? So schnell gehen die nicht drauf. Vielleicht einer auf 20 Mann, würde ich mal sagen. Jetzt würde ich mal schätzen. So. Wenn auch noch mehr Sporbeschützen dazu rein, ne? Okay, ich weiß, es ist gerade ein bisschen langweilig mit dem Zuschauen, aber es reduziert die Verluste. Das hier ist der General. Der muss sterben. Und er wird sterben. Jeder brennende Pfeil macht verdammt viel Schaden. Weiß ich mal, wie viel die aushalten, ne? Also sie kriegen ja einen Pfeil nach dem anderen rein. Also die Generalsleibgarde, die ist schon echt hart am Nehmen. Hier, die haben jetzt vielleicht 10 Pfeile reinbekommen. Dann denken wir noch, gut, jetzt das war's. Jetzt nur noch der General übrig. Es ist ein erbitterter Kampf. Stadtmiliz kämpft bis zum letzten Mann. Ja, aber ich habe ja auch nicht vor. Ja, sehr schön. Wunderbar, General ist tot. Das dürfte es dann auch gewesen sein. Ich hole jetzt noch einen General rein. Es sind noch 4 Stadtmilizeinheiten da. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Sehr schön. Und da fällt Hormel. Mal gucken, was wir als Belohnung bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir schwere Kavallerie bekommen. Henry der Gnadenlose. Sehr gut. So, reparieren wir gleich mal. Steuersatz runter. Und Kirche wird gebaut. Viel Heidentum. Viel Islam. Gar kein Katholizismus. Und was haben wir bekommen? 4 Einheiten Christusritter. Ja, perfekt. Wunderbar. Ich glaube, ich habe noch nie bis jetzt hier diese Einheit rekrutiert, weil wir sie immer bekommen durch die Mission. Das ist sehr vorteilhaft. Gut, hat auch ein bisschen Ritterlichkeit dazu gewonnen. Ja, die schicken wir gleich mal weiter nach Lida. Haben wir jetzt echt eine riesen Anzahl davon. So. Euch würde ich bis nach Kiew kommen. Chernobyl haben wir recht wenig Truppen. Leider kommen die Ordensspeerträger nicht so weit. So. Aber wir können ja schon mal eine Vorhut entsenden, die hier die Belagerung vornimmt. Wie weit kommen die? Nicht weit genug. Perfekt. Gut. Kann ich den rausschicken? Ja, kann ich. Würde ich nämlich die ganze Kavallerie mitnehmen. So. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir auch nur die Kavallerie. Ich meine, da sind 2 Einheiten drin, ja. Ist jetzt die Sache, ne? Weil die Einheiten schaffen es nicht bis dorthin, leider. Die brauchen 2 Runden. Den General würde ich aber gerne hier lassen. Auf der anderen Seite. Weil die Einheiten werden jetzt ohne General unterwegs sein. Und die Chance ist natürlich da, dass die dann auch desertieren. Na gut, wir schicken erstmal die Truppen nach Tschernobyl. Ich hoffe, dass er nicht auf die Idee kommt, aus Kiew nach Truppen abzuziehen, weil da müsste ich mich dann zurückziehen. Ich könnte mir ein paar Söldner holen, aber da habe ich jetzt auch kein Geld mehr für. Warte mal, ich habe eine Idee. Irgendein Gebäude, was teuer ist, was wir eigentlich nicht brauchen. Was baut man hier? Verwaltung, ne? Ich brauche aktuell überall was Sinnvolles. Ich kann mir noch einen Trampelpfad errichten. Ja, wenn nicht, würde ich nämlich sagen, also der Grundgedanke war jetzt, dorthin zu ziehen und dann vor Ort Söldner zu rekrutieren. Aber ich habe jetzt kein Gebäude gefunden, wo das ich jetzt entbehren könnte. Das ist alles wichtig, was wir hier bauen. Vielleicht hier der Jahrmarkt.
Was brauche ich nicht? Hier die Festung. Das können wir doch gut entbehren. Dann schicke ich die Truppen jetzt nach Tschernobyl. Beziehungsweise. Warte mal, wie weit kommt ihr? Schafft ihr es bis dorthin? Das wäre natürlich jetzt fantastisch. Weil mit ihm könnte ich ja auch Söldner rekrutieren, oder? Oh, das ist jetzt die Frage. Schafft er es bis dorthin oder schafft er es nicht? Ja, man muss auch mal riskieren, oder? Ah, schafft es nicht. Schade. Und die Beziehungen mit Novgorod haben sich verschlechtert, weil wir durch das Gebiet von denen gegangen sind. Oh Mann, das wollte ich jetzt nicht. Aber wir sind sowieso bald fertig. Also mit denen haben wir bald abgeschlossen. Der hat es leider nicht geschafft. Schade. Aber was wir trotzdem machen können, wir können natürlich trotzdem dort jetzt belagern. Reichen zwei Einheiten schon aus? Ja, das Problem ist halt, na gut, die Infanterie kann ja ruhig ein bisschen später kommen. Wie lange brauchen die? Ich glaube, wenn ich die jetzt losschicke, schaffen die es noch rechtzeitig. Okay. Wir schicken die mal dazu. Ja, ich weiß, ich muss die jetzt wieder durch das Gebiet von Novgorod schicken. Das ist natürlich ein Kriegsgrund. Oh, ich will jetzt. Ah, das ist jetzt blöd. Also, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Weil ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass die mir den Krieg erklären. Da bin ich jetzt eigentlich nicht so recht drauf vorbereitet. Schwierig. Nee, wir holen uns lieber hier mal ein paar Piken. Drei Stück sollten ausreichen. So. Jetzt schicken wir ihn. Ein paar Abwehrschüsse nach Turov. Perfekt. So, aber ich meine, das reicht ja schon. Wir können ja schon mal hier, man sieht es ja, zwei Leitern. Das ist das Entscheidende. Dann können wir nämlich nächste Runde auf alle Fälle angreifen. Und dann können wir mit den Truppen Kiew belagern. Und ich müsste jetzt, kann ich hier vor Ort Söldner ausheben? Nee, kann ich nicht. Mist. Das war jetzt meine Hoffnung, dass ich jetzt Söldner direkt ausheben kann. Ich glaube, ich hätte einen Millimeter warten müssen vor der Stadt dafür, um das zu tun. Nicht die jetzt abbrechen, die Belagerung? Nee, das bringt auch nichts. Okay. Okay, dann holen wir die Truppen nach. Jetzt hoffe ich mal, dass er mit beiden jetzt keinen Ausfall unternimmt. So, Hommel haben immer noch eine gute Garnison. Er kann nur belagern. Sei denn, er hat hier irgendwo Kriegsgerät dabei. Gut, hier hat er eine Balliste, aber ich denke, so schlau wird er nicht sein. Und dann haben wir nächste Runde wirklich die Möglichkeit, die aus dem Spiel zu nehmen. So, dann nehmen wir hier die Ordenssperrträger noch raus. Ich nehme jetzt nur die Ordenssperrträger, weil, wie gesagt, die Chance, dass die desertieren, ist da. Ist, wie gesagt, ein Risiko, was ich eingehe. Und hier kann er, wie gesagt, auch einen Ausfall machen. Also das ist jetzt nicht... Die Truppen sind jetzt auch nicht so schwach. Das sind halt auch... Zweimal Sperrmilizen. Bonus gegen Kavallerie. Und ich habe hier keine Söldner. Ich glaube, ich hätte einen Moment vorher warten müssen, da hätte ich Söldner rekrutieren können. Okay. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Gold übrig. Da kann ich mir was anderes bauen. Oder habe ich immer noch genug? Achso, die Festung kann ich jetzt trotzdem bauen. Ne? So, jetzt bin ich leider in die nächste Runde gegangen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ist aber nicht verkehrt. So. Den nehme ich jetzt mal. Der hat einen passablen Loyalitätswert. Kommando ist in Ordnung. Guter Bürokrat. Frömmigkeit. Ja, der ist guter Bürokrat. Das ist gut. Guter Statthalter.
So, wir haben eine neue Mission. Wir sollen einen Hafen blockieren. Das ist aber wahrscheinlich ein dänischer Hafen. Oder ein Rebellenhafen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und das nächste Mal werden wir dann, wenn alles gut läuft, und es ist eigentlich schon alles gut gelaufen, weil die haben keinen Gegenschlag vorbereitet, werden wir das nächste Mal die Mongolen ausradieren. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.